Balance, Rhythmus und Timing im Golf sind drei wichtige Grundelemente, die man benötigt, um erfolgreich einen Golfschwung ausführen zu können. Jetzt, was ist denn eine gute Balance, ein guter Rhythmus, ein gutes Timing? Solange ich meinen Arm, meine Hand nicht bewege und den Schläger hier einfach schwinge, ist er in Balance und der Rhythmus und das Timing, wenn ich jedes Mal unten einen Ball hinlegen würde, wäre perfekt und der würde jedes Mal an das gleiche Ort gehen, weil alles in Harmonie zusammenpasst. Stell dir vor, ich würde hier versuchen, den Rhythmus zu beeinflussen und das Timing zu beeinflussen. Es gibt ein Problem dabei, weil ich es nicht machen kann. Ja, was kann ich denn hier nicht machen? Ich kann das Gewicht des Schlägers nicht schwingen, wenn ich Einfluss nehme. Sobald dass ich aber nach dem Gewicht gehe des Schlägers und in Balance bleibe, weil ich den Schläger schwinge nach seinem Gewicht, wird sich alles regulieren zum Positiven, damit du konstanter Golf spielen kannst. Also ist es jeweils das Gewicht eines Schlägers, das man schwingen sollte, um Timing, Balance, Rhythmus in den Griff kriegen zu können. Wenn du es versuchst zu machen, dann wird es immer schwieriger und hoffe, dass ich mit diesem Beitrag dir helfen konnte, diese drei Eigenschaften, Balance, Rhythmus und Timing, für dein Golfspiel besser verstehen zu können. Bedanke mich für dein Feedback unten, für dein Abonnement, leite es einen Freund weiter, dem dieser Tipp helfen würde. Bleib logisch, spiel logisch und freue mich, wenn du besser Golf spielst. Wünsche dir weiterhin viel Spaß beim Besserwerden. Bis zum nächsten Video. Tschüss.